Ja, heute ist Sonntag, die meisten Leute haben frei. Und warum rausgehen und mit der Familie was machen, spazieren gehen oder irgendwas, ja, sowas Nutzloses, wenn man daheim Netflix gucken kann, Computerspiele spielen kann. Man kann so viele Dinge machen. Zum Beispiel Lieblingshobby von den meisten Menschen ist Instagram scrollen. Das ist so richtig geil so. Du gehst in Instagram rein, schaust dir irgendwelche unbeliebten Leute an oder auch vielleicht Vorbilder und guckst alles, was sie haben, was du nicht hast. Das ist irgendwelche Ziele, die du ja niemals verwirklichen wirst. Du könntest es ja verwirklichen, du kannst ja machen. Viele Menschen machen es ja vor, setzen sich Ziele, dann machen sie konkrete Handlungen und dann erreichen sie die Ziele. Aber du hast heute keine Zeit, heute ist ja dein freier Tag. Dein freier Tag, lass dir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Samstag, Sonntag, meine freien Tage. Da machen die Leute so das Beste aus ihrem Leben. In der Früh, wenn sie aufwachen, da überlegen sie erstmal im Bett, was sie machen sollten. Ja, staubsaugen zuerst oder abspülen. Was sollte ich denn machen? Eigentlich wollte ich ja frei machen, sind ja meine freien Tage. Mensch, einkaufen muss ja eigentlich auch noch. Oh, die Kinder, boah. Ja, ja. Also überlegen wir mal erstmal im Bett, eine Stunde ungefähr, eine Stunde lang, was wir denn alles nicht machen wollen. Nicht machen wollen. Also, genau, das ist ja immer der Schlüssel für Erfolg. Du machst etwas, zum Beispiel ein Training oder schreibst ein Buch, jeden Tag eine Seite und irgendwann mal ist dein Buch fertig. Aber wir überlegen uns jetzt an unserem freien Tag, ist ja unser freier Tag, was wir alles nicht machen wollen. Ja, verdrängen wir das Ganze schön so, schön in den Teppichkern und irgendwann mal stehen wir dann mal auf. Das ist schon mal sehr gut. Man ist programmiert schon mal auf positives Handeln natürlich. Das ist super, also so sollte man das auch machen. Und dann gehen wir mal vielleicht mal Zähne putzen, also wenn es gut kommt. Oder man steht auf, einfach Glotze an. Heutzutage geht es ja noch leichter, Handy raus oder Tablet. Und dann wird den Netflix geguckt, Chips aus der Küche, irgendwas schnell mal was Ungesundes. Weil ich meine, heute ist doch mein freier Tag, oder? Da will ich mir ja was Schlechtes tun. Da will ich nichts tun. Und wenn ich schon was tue, dann tue ich was Schlechtes. Also gehen wir mal in die Küche, holen wir uns mal wirklich Geso und hol dir so mit das Giftigste und das Schädlichste und süchtig machendste Zeug zum Essen und gönnst dir, Bruder, ja, gönnst dir mal so richtig so. Ach, neben Netflix, ja, ist ja dein freier Tag. Morgen musst du in die Arbeit, ja, morgen ist wieder Arbeit. Also gönnen wir uns mal so bis 18 Uhr, vielleicht, ja, irgendwann mal, vielleicht hast du Freunde, ja, vielleicht hast du tatsächlich in der heutigen Zeit noch Freunde und die sagen so, hey, lass uns mal weggehen. Lass uns mal in eine Shisha-Bar, ja, weil ich meine, man muss ja was Gutes tun. Lass uns mal in eine Shisha-Bar gehen oder irgendwas unternehmen. Ja, dann vielleicht kommst du ja raus, vielleicht kommst du ja raus, vielleicht aber auch bleibst du daheim, weil du hast deine Achievements noch zu machen, ja. Du musst noch deine Erfolge machen, du hast ja Ziele dort in den Computerspielen, ja. Und wenn du zu deinen Freunden kommst, dann wird sich erniedrigt, da wird dann erzählt, was du für ein Trottel bist, es wird sich begrüßt mit Spitznamen, da wird, ja, ist halt so, Freundschaft, kennst ja, Freundschaft, also da wird halt einfach gut mit dir umgegangen, Alkohol getrunken, das ist auch sehr, sehr wichtig, ja, dass man viel Alkohol in seinem Leben trinkt, besonders als Jugendlicher, ja, da hat mir früher, ich habe ja nie Alkohol getrunken, ich habe immer Sport gemacht und da wurde mir immer so gesagt, ja, Nico, du hast nie dein Leben gelebt, du hast deine Jugend versaut. Ja, das wurde mir gesagt, tatsächlich ist ungelogen. Ich bin in so einer Gegend aufgewachsen, wo viele Wirtshäuser waren, wo die Jugend ja, am Wochenende immer ihr Gehalt versoffen hat. Also 450 Euro verdienen sie und dann schön zum Wirt und dort die ganze Kohle ausgeben. Und da wurde mir wirklich, kein Witz, ungelogen gesagt, ja, Nico, du hast deine Jugend versaut, hast dich nie ausgelebt. Und deswegen empfehle ich dir viel Alkohol. Ja, wird so, ja, behauptet, das soll sehr gut sein. Kannst dich mal ausleben, deine Jugend. Und dann, wenn die freien Tage vorbei sind, ja, mach noch schön in den Abend rein, richtig überzieh mal, richtig, ja, scroll wieder, weil es gibt einiges zu tun. Ja, viel auf Instagram rumscrollen, gucken, was da alles für Leute, welche Körper sie sich aufgebaut haben, welches Leben. Und abends überzieh mal schön, besonders am Sonntag, ja, kurz bevor es in die Arbeit geht.
überziehe richtig geil, weil du willst ja nicht in die Arbeit. Und dann unausgeschlafen ist auch sehr gut für den Körper. Unausgeschlafen, so mit 3-5 Stunden vielleicht Schlaf, gehst du dann schön in die Arbeit, in die Drecksarbeit, ja, in die, die niemand gehen will. Dann kannst du dort unmotiviert deinen Chef nerven. Wenn dein Chef genervt ist, dich zurückmobbt, ist er ein scheiß Chef. Ja. Und ja, halte das einfach aus, dann bis Freitagabend, ja, und dann kannst du wieder dein Leben leben. Ja. Unter der Woche viel bemitleiden, schimpfen, über deinen Chef schimpfen, aufhetzen, beschweren, wie schwer das Leben ist. Erzähl über deine Kindheit, wie schwer alles war, wie deine Eltern dich ja, fertig gemacht haben. Kein Wunder, dass du jetzt nicht selbstbewusst bist. Kein Wunder, dass du jetzt nichts schaffst. Viele Ausreden, richtig viele, dass du dein Gehirn richtig auf Ausreden programmierst. Viel negatives Zeug einreden und auch viele Nachrichten am besten gucken, sich ärgern, ja, demonstrieren gehen, ja, Wut rauslassen, Schuldige suchen, such viele Schuldige, ja, damit es dir gut geht, damit du dich nicht schuldig fühlst, nicht verantwortlich für dein Leben. Und dann, wenn du dann deine freien Tage hast, wieder am Samstag, Sonntag und wieder was aufbauen kannst, wirklich was machen kannst, mach's nicht. Ja, mach's nicht, weil das sind deine freien Tage und die sind dazu da, dass du nichts tust, damit du einfach nur rumliegst. Und wenn du was tust, dann bitte was Schädliches, ja, weil das hast du dir schließlich verdient, ja, dass du es dir am Abend, dann aber am Wochenende besser gesagt, richtig gönnst.